So, und damit herzlich willkommen zur letzten Etappe der Settimana Internazionale Coppi Bartali von Crevalcore nach Crevalcore. 14,5 Kilometer, ein Einzelzeitfahren wartet heute auf die Fahrer. Und der erste, der für unsere Mannschaft von der Rampe geht, ist der Ukrainer Marlin Smorka. Er ist 134. in der Gesamtwertung mit einer halben Stunde Rückstand auf den gesamtführenden Jan Brockhoff, seinen Teamkollegen. Und wir schauen mal, was er für eine Zeit hier hinlegen kann. Ist ja immerhin kein schlechter Zeitfahrer, muss man ja mal sagen. Von daher gucken wir mal. Profil ist, glaube ich, ziemlich flach. Ja, das sieht sehr, sehr flach aus. Und von daher schauen wir mal, was hier... Vielleicht auch mal ein bisschen auf den Wind achten. Das könnte auch ganz interessant sein. Weil natürlich der Gegenwind wichtig ist und der Rückenwind auch. So, erste Zwischenzeitmessung. Smorka ist Zweiter hinter Ed Clancy auf Rang 2 momentan. 7 Sekunden hinter den Briten. Also, er ist da gar nicht mal langsam unterwegs. Schauen wir mal, für was es reichen kann im Ziel. Und wir schauen auch mal, wann denn der Nächste nach Smorka startet. Till Schuster müsste das sein. Ja, das dauert aber, ne? Das dauert. Hier 33 Fahrer starten noch vor ihm. Steht er ja. So, Smorka. Kann noch ein bisschen mehr Gas geben. Die Balken sehen noch gut aus. Er hat noch ein bisschen Kraft. Momentan führt also Ed Clancy vor Marino Kobayashi und Renier Honig. Jetzt also die letzten Meter. Bis ins Ziel, gibt nochmal Vollgas und Smorka wird Zweiter. Schade. 6 Sekunden hinter Clancy. Aber immerhin, das ist schon mal keine so schlechte Platzierung. Mal schauen, wo er dann am Ende landen wird. So, als nächstes kommt Till Schuster. Ich denke mal, auf den werden wir jetzt nicht großartig achten. Alex Frame schiebt sich jetzt auf Platz 2 und verdrängt Smorka damit auf den dritten Rang. Also als nächstes schauen wir uns Schuster an. Aber wie gesagt, da werden wir ja nicht so viel Wert drauf legen, dass der hier eine krasse Zeit fährt. Der soll hier ordentlich durchfahren und dann ist auch gut. Für ihn geht es ja hier um nichts mehr. Einfach ins Ziel kommen, das reicht schon. Ja, 63. ist am Ende. Wahrscheinlich der bis jetzt Letztplatzierte. Bei Brajkovic können wir ruhig mal uns ein bisschen Mühe geben. Jetzt fängt es an zu regnen. Und Anton Worobjev, ich erinnere mich an ihn, von Gazprom, hat sich jetzt Platz 1 geschnappt. Und Roman Maikin von Gazprom ist jetzt auf dem 4. Platz. Adrian Kurek ist jetzt Zweiter. Also Smorka wird durchgereicht. Momentan liegt der Ukrainer auf dem 6. Rang. Für eine Top-10-Platzierung wird es also auch heute nicht reichen. Immerhin ist er noch der beste Ukrainer. Er bleibt also vor seinem Landsmann. Ja, danke für den P-Bug. Ach, Spiel, ey. Danke für den P-Bug. Er bleibt also vor seinem Landsmann. Vor Andriy Vasiliuk. Also, Worobjev auf der 1, dann Sean Lake. 4 Sekunden dahinter und Adrian Kurek. Auf Rang 3, das sind momentan die Top 3. Smorka ist noch auf Rang 8 immerhin. So, Stewie startet auch gleich. Ja, Brajkovic hat heute keine gute Tagesform. Von daher wird es wahrscheinlich auch keine gute Zeit. Jetzt startet also Rafa Stewie, der in dieser Rundfahrt eine sehr, sehr krasse Leistung gezeigt hat, vor allen Dingen gestern. Brajkovic also am Ende 26. Kann er eigentlich besser. So, jetzt startet auch Verwacke. Der hat ja mit Zeitfahren eh nicht so viel am Hut. Joseph Cooper ist mittlerweile übrigens Dritter. Und jetzt kommt Rafa Stewie ins Ziel, bisschen überpaced. 28. ist er also am Ende geworden.
Schauen wir mal, was Ferwacki für eine Zeit fährt. Wahrscheinlich keine sehr gute, muss man sagen. Aber auch bei ihm geht es ja noch irgendwo um den Kampf in Sachen Nachwuchswertung. Und jetzt startet Ivan Santa Romita. Ich bin sehr gespannt. Und auch Jan Brockhoff steht damit auf der Rampe. Für Brockhoff sollte das hier eigentlich ein willkommenes Fressen sein. Dieses Einzelzeitfahren. Ein Einzelzeitfahren, das kann er. Da ist er nicht schlecht drin. Sagen wir es mal so. Brutt jetzt bei der Zwischenzeit. Siebter ist er da. Also der ist sehr schnell unterwegs. Pavel Brutt. Ferwacke am Ende 106. geworden übrigens. Und Smorka rangiert momentan auf Rang 12. Also es sieht so aus, als würde er gar keine so schlechte Platzierung hier machen. So, Santa Romita jetzt bei der Zwischenzeit Nummer 1. Auf Rang 31 mit 20 Sekunden Rückstand. Brockhoff ist dort 23. mit 17 Sekunden Rückstand. Lacuti, oh, der ist richtig schnell unterwegs. Der ist Dritter geworden. Sergi Lacuti, das ist eine Ansage. Rebellin, auch 14. geworden immerhin. Und Brockhoff ist halt irgendwie nicht so gut in Form. Kommt nicht so ganz in Gang. Aber Santa Romita ist ziemlich schnell unterwegs. Paterski, 9. Also jetzt verliert Smorka dann doch noch ein paar Plätze. Santa Romita ist jetzt gleich im Ziel. Und landet auf Rang 22, 36 Sekunden hinter dem Führenden. Und Brockhoff, ja, wird auch keine gute Zeit, keine großartig gute zumindest. 27. Aber es sollte reichen, um die Führung zu verteidigen. Anton Worobiev gewinnt aus der Gazprom-Mannschaft dieses Zeitfahren vor Jean Lake und Sergi Lacuti. Dann Joseph Cooper, Adrian Costa, alter Schwede, 5. Gefolgt von Kurek, Clancy, Maikin, Barta und Pavel Brutt. In der Gesamtwertung gewinnt also Jan Brockhoff die Settimana Internationale Coppa Italia vor Ivan Santa Romita. 3. wird Adrian Costa, das Talent von Exxon. Dann Paterski, Brutt, Rebellin, Lacuti, Zadini, Torres und Ponzi. Alter Schwede. Bergwertung gewinnt Jan Brockhoff aus der Austriaca-Mannschaft vor Juri Filosi und Daniel Auer. Also, Doppelsieg für Team Austria Cars. Boah, ey. Gut, dass das Zeitfahren nicht so lang war. Sonst hätte das nochmal eng werden können. Aber wir haben das gut gemacht. Die Punktewertung holt sich Ivan Santa Romita vor Daniel Auer und Anton Worobiev. 9. wird Daniel Brockhoff, by the way. So, dann müssen wir als nächstes die Nachwuchswertung haben. Indeed. Bester Nachwuchsfahrer ist ebenfalls Jan Brockhoff vor Adrian Costa, Luis Ferwacke, Fausto Masnada und Daniel Auer. Das also die Top 5 bei dieser Settimana Internationale Coppi e Bartali. Schöner Name einfach. Ja, und in der Mannschaftswertung gewinnt Team Austria Cars vor Bardiani CSF. CCC schiebt sich nochmal vorbei an Androni und Axion Haggins Berman wird 5. in der Endabrechnung. Die Mannschaft um Adrian Costa. Also, ne, alles in allem, perfekte Rundfahrt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir hier so gut abschneiden. Marlin Smorka zeigt nochmal ein ganz gutes Resultat, wird am Ende 16. in diesem Einzelzeitfahren. Santa Romita wird 22. Brockhoff 27. Und in der Gesamtwertung damit also Jan Brockhoff, der Sieger dieses Rennens. Wer hätte es gedacht, nachdem er die erste Etappe in der Ausreißergruppe leider nicht gewonnen hat, holt er sich jetzt seinen ersten Saisonsieg und der ist natürlich noch um einiges größer. Ivan Santa Romita wird 2., der hat diese Saison schon einige Rennen gewonnen, unter anderem hier ja auch eine Etappe.
Von daher wird es verkraften können. Adrian Costa aus den USA. Großes Talent. Von dem werden wir in diesem Let's Play bestimmt noch einiges hören. Wird Dritter. Krasser Typ einfach nur. Maciej Paterski aus Polen landet auf Rang 4. Das ist der hier. Fünfter wird Pavel Brutt aus der Gazprom-Mannschaft. Ehemaliger Tinkoff-Fahrer. Ne, steht ja hier auch. Davide Rebellin wird Sechster. Dass der nun lokalen Ruf hat, ist ein Witz. Der müsste mindestens mal ein Star sein, aber okay. Sergi Lakuti aus der Ukraine auf Rang 7. Also auch eher ziemlich kompletter Rennfahrer, wenn auch schon etwas betagter. Edoardo Zardini landet am Ende auf Rang 8 für die Bardiani-Mannschaft. Rodolfo Torres wird 9. für Androni Ciocattoli. Und 10. wird also Simone Ponzi, ein Fahrer, den ich eher zu den Sprintern tendenziell gezählt hätte. Aber er hat hier eine ordentliche Leistung gezeigt und damit zu Recht 10. geworden. Luis Verwacke wird 14. am Ende. Rafa Stjuri landet auf Rang 20. Brajkovic 33. Und Schuster wahrscheinlich dann auf Ferner Liven. War ja heute im Zeitfahren auch nicht so schnell. 92. wird Till Schuster. Während Marlon Smorka, also 134. wird am Ende. Na, passt doch. Also in dem Sinne, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Rundfahrt, muss man einfach so sagen. Sehr, sehr erfolgreiches Mehrtagesrennen. Rundfahrt ist ja eigentlich zu viel gesagt. Ach, jetzt brauche ich erstmal eine Pause, ey. Von meinem ganzen Leben. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich gehe jetzt einfach ins Bett. Sonny Colbrelli gewinnt Gent-Wevelgem vor Caleb Ewan und Marcel Kittel. Das hier kennen wir bereits, das Ergebnis. Wir gewinnen 13.000 Euro durch diese Rundfahrt. Nairo Quintana gewinnt die Katalonien-Rundfahrt, während sich die letzte Etappe Rhein-Tarame unter den Nagel reißt aus Estland. Die Tour de Normandie, da sind wir dieses Jahr gar nicht mit dabei. Schade eigentlich, war letztes Jahr ein sehr lustiges Rennen, wo wir eigentlich noch eine Rechnung offen haben. Ihr erinnert euch mit Sicherheit. Clement Venturini hat die letzte Etappe gewonnen und führt auch in der Gesamtwertung. Also ein Sprinter gewinnt dieses Rennen. So, Santa Romita hat wegen seiner anhaltenden Erschöpfungszustände seinen Arzt konsultiert, der ihm Ruhe- und Vitaminpillen verschrieben hat. Er dürfte bald wieder einsatzfähig sein. Es besteht kein großes Risiko, wenn sie ihn fahren lassen. Er ist nur geschwächt. Und Zachary Dempster hat seine Bestform erreicht. Alles klar. So, ganz kurzer Blick. Hupsa. Na komm. Ganz kurzer Blick auf die Platzierungen. Die sind nämlich wichtig. Super Prestige. Santa Romita ist auf Rang 4 weltweit. Können wir mal ganz kurz hier nach sortieren. Team Austria Cars, also das sind wir. Santa Romita, ziemlich weit vorne. Dann Berhane, Khalid Ibrahim, immer noch auf Rang 3, teamintern. Ganz knapp vor Jan Brockhoff. Dann kommt Biedermann und Sokol, die beiden Österreicher. Verwacke, Stewie, Dempster punktgleich mit Almurabi. Dann Camberet punktgleich mit Schuster, Simon, Spengler, Al-Ali Ibrahim und Hutarovic, der auch endlich mal ein paar Punkte gesammelt hat. In der Teamwertung, Super Prestige Teamwertung, sind wir auf Rang 12 und mit Abstand das beste Zweitligateam. Momentan haben wir also vor Direkt Energie um die 800 Punkte Vorsprung, plus minus. Sollte also passen mit dem Aufstieg. In Sachen Abstieg haben wir hier UAE und Lotto Jumbo momentan auf den letzten Rängen. Kaya Rural ist kurz davor abzusteigen. Aber momentan halten sie sich auf dem drittletzten Platz, der sie natürlich retten würde, muss man sagen. Kann ja wohl mal kurz gucken. Schelm, wer Böses dabei denkt. Der beendet seine Karriere nicht, ist ja lustig. Zurita, sind wir mal ehrlich. Okay. So viel dazu. Wir gucken nochmal einfach spaßeshalber auf die Rangliste. Italien ist Erster in der Weltrangliste. Wer da wohl einen großen Beitrag geleistet hat? Ich weiß ja nicht.
Schauen wir mal, wen wir hier noch haben. Mit wem fahren wir eigentlich die Weltmeisterschaften? Guck mal, die Arabischen Emirate auf Rang 30, ey. Am Ende fahren die noch die WM mit wegen uns. Das wäre doch geil. Das muss eigentlich das Ziel sein, ne? Steht es bei Regeln? Steht denn das... Steht es vielleicht bei Regeln? Leider nicht, ne? So, Nationalteam. Wir haben das Team Österreich, stimmt ja. Schauen wir mal, wo Österreich sich befindet momentan. Das könnte ja auch nochmal ganz interessant sein. Welt... Superprestige... Na, nicht Siege. Superprestige. Die Ösis sind momentan auf Rang 19 immerhin. Knapp hinter dem Rivalen Schweiz. Die holen wir noch. Ja, an sich. Also alles super soweit. Passt alles. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch mal von meiner Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Weiter geht's. Eventuell mit den 3 Tagen von der Panne. Die lustigerweise 4 Etappen lang sind. Ja. Da haben wir ein Sponsorenziel, ne? Da sollen wir einen Etappensieg holen. Okay. So, 3 Tage von der Panne. Das wäre dann das hier. Dann haben wir hier die Rüd Adelie de Vitre. Das ist das letzte Rennen im März. Ja, können wir uns überlegen, ob wir das fahren. Und dann geht es in den April mit dem Gran Premio Miguel Indurain, der Vuelta Ciclista a la Rioja. Und dann geht es auf den Circuit Cycliste de la Sarthe. Und die Paris-Vasco-Rundfahrt werden wir wahrscheinlich nicht mitfahren, auch wenn hier jetzt noch ein Fragezeichen steht. Aber ich glaube, wir haben da eine Abfuhr bekommen. Oder? Wobei, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Wisst ihr was, wir simulieren jetzt. Scheiß mal auf die 3 Tage von der Panne. Bitte nimmt es nicht übel, aber ich habe keinen Bock auf das Rennen. Wir haben dieses Jahr schon so viele Drecksrennen gefahren, auf Deutsch gesagt. Oh, guck mal hier, Jan Dieteren, ey. Dritter geworden bei Kette Curse. Cool. Boah, der hat so gute Werte, der Typ, ey. Krass. Heftig. Ich würde sagen, wir simulieren das jetzt. Ich hoffe, ihr reißt mir nicht den Kopf deswegen ab, aber ich glaube, von euch ist jetzt auch nicht unbedingt jeder scharf drauf, die 3 Tage von der Panne zu sehen. Ich würde sagen, wir nehmen da mal Leute mit, die bis jetzt noch nicht so viele Renntage hatten. So. Spengler kann ruhig mitfahren. Ist ja Kopfsteinpflaster-Rennen teilweise. Und dann sollen die es mal unter sich ausmachen hier. Pozzato! Gibt's ja nicht. Gewinnt die 1. Etappe. Pippo Pozzato vor Roy Jans und Xandro Meurice. Stark. Dampster 15. Gut, gut. Machen wir weiter. Hutarovic, das gibt's ja nicht, ey. Hutarovic ist verletzt. Was hat der jetzt? Gebrochene Rippe. Muss ein paar Tage pausieren. Wegen der gebrochenen Rippe. Okay. So, 6 Teams haben eine Wildcard für die Dauphine eingereicht. Wir nicht. So, Santa Romita ist bald wieder fit. Mitte April ist Stari wieder fit. Und Ende April ist Hutarovic wieder fit. Also ich habe übrigens mal mit Pascal darüber geredet. Der arbeitet ja bei einem Pflegedienst, wie ihr vielleicht wisst. Hat er ja in einem Vlog erwähnt, von daher darf man es ja jetzt öffentlich wahrscheinlich auch sagen. Dempster ist gut dabei, muss man sagen. Und er hat dementsprechend natürlich Erfahrung mit Verletzungen und wann wieder jemand fit ist und so weiter. Er hat mir gesagt, also dass Stari so schnell wieder fit ist, ist sehr unwahrscheinlich. Und auch dass Nieve, glaube ich, war es, ne? Der diesen Rippenbruch hatte. Oder war das Stari? Ich weiß gar nicht. Oh, ich habe Geburtstag, stolz. Jetzt nicht mehr. Ja, irgendjemand hatte auf jeden Fall einen Rippenbruch. Und war dem auch egal. Und Pascal hat gemeint, das ist alles sehr, sehr unrealistisch. Santa ist wieder fit. Aber das ist halt kein Rennen für Santa, muss man sagen. Nehmen wir euch mit. Biedermann, Sokol. Ja. Und ich. Schauen wir mal, was die mit draus machen. Aber wir müssen jetzt wirklich nicht mehr jedes Rennen fahren. Wir haben ordentlich Punkte geholt. José Joaquín Rojas gewinnt das Rennen. De Vitre. Auch kein Vertrag mehr, Typ. Vor Andrea Pascalon. Der auch keinen Vertrag mehr hat. Aha. Und Jonathan Ivert. Der auch keinen Vertrag mehr hat, lustigerweise. Von unserem Team. Ja, keiner zu sehen. Kunigo. Ja, Biedermann, 60. Geil.
Ja, hat sich ja fast gelohnt. So. Also letzte Etappe der 3 Tage von der Panne gewinnt Gaetan Bille vor Pippo Pozzato und Lilon Calmejean. Pozzato nimmt Zeit von so weit vorne, ey, der ist doch krank. Damit in der Gesamtwertung also Gaetan Bille vor Pozzato und Roy. Ne, vor Jans, so rum. Dempster, guck dir den an. Wird 10. bei den 3 Tage von der Panne. Zwar kein Etappensieg, aber es ist doch auch mit Sicherheit gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, da kann sich der Sponsor nicht beschweren, oder? Ist doch egal, ey. Trotzdem gutes Resultat auf jeden Fall. Hätte ich nicht mitgerechnet. So. Okay, dann schauen wir mal. Das Rennen kennen wir schon. Das Rennen kennen wir schon. Das Rennen, da haben wir 500 Euro gewonnen. Gut. Okay, im freien Fall. Das interessiert uns nicht. Team Austria Cast, das haben wir gerade schon angeguckt. Verbesserung. Ui, Brockhoff hat viele Plätze gut gemacht. Mhm. Trainingslager brauchen wir nicht. Und Formhöhepunkt für Luis Verwacke. Das kann ja jetzt spannend werden, ey. Wenn der einen Formhöhepunkt hat, dann ist aber Polen offen. Also, weiter geht's mit dem Gran Premio Miguel Indurain. Dann, wie gesagt, diese ganzen Rennen hier. Mal schauen, welche wir davon fahren, welche nicht. Wir können es uns hier leisten, dass wir nicht mehr alle fahren müssen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao.